Hey und willkommen zur nächsten Folge der MSV Duisburg Karriere mit mir, euren Danny Taylor. Und die Abstimmung in der letzten Folge war relativ eindeutig, und zwar sollen wir Cedric Smith in den Profikader übernehmen. Und bevor wir jetzt sein Potenzial nachgucken, müssen wir natürlich erstmal auf seine Gesamtstärke von 60 warten. Und das hätte ich ehrlich gesagt vergessen, hätte mir das nicht jemand in die Kommentare geschrieben. Und da wäre dann wahrscheinlich erstmal ein enttäuschendes Resultat rausgekommen, und deswegen warten wir jetzt, bis er die richtige Gesamtstärke hat, und dann schauen wir nach seinem Potenzial. Allerdings schauen wir uns natürlich auch seine anderen Werte an. Seine Sprintgeschwindigkeit ist jetzt ehrlich gesagt ziemlich langsam. Die körperliche Stärke mit 67 ist in Ordnung. Ansonsten hat er halt spielerisch noch nicht so viel drauf, weil, naja, er ist halt erst bei der 58. Ist 1,90 groß, und das ist mega geil. Spielt in der Innenverteidigung zusätzlich, was auch noch extrem awesome ist. Das Einzige, was irgendwie nicht ganz so geil ist, ist die Arbeitsrate defensiv, die irgendwie niedrig ist. Und die Arbeitsrate Angriff mittel. Also hoffe ich einfach, dass der trotzdem ganz gut verteidigen kann. Ansonsten sieht unsere Jugendakademie jetzt folgendermaßen aus. Weiterhin mit Torben Winter mit einer Gesamtstärke von 56, dann Paul Ludwig 52 und natürlich Alexander Wolf bzw. Alexander Wolf mit einer 57. Für die Wintertransferphase haben wir jetzt noch ca. 700.000 Euro zur Verfügung, und ihr habt mich noch in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich ja an für sich noch den ein oder anderen Spieler verpflichten wollte in der letzten Sommertransferphase. Das konnten wir allerdings nicht tun, weil wir da so gut wie gar kein Geld mehr hatten, und deswegen werde ich jetzt versuchen, einen besonderen Spieler zu verpflichten. Und zwar möchte ich versuchen, Kevin Sessa von Heidenheim zu verpflichten. Ist für mich ein ziemlich guter Spieler, hat auch ein relativ hohes Potenzial, habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Zudem kann er im zentralen Mittelfeld spielen, was extrem wichtig für uns ist, und in der Rechtsverteidigung, obwohl wir da ja derzeit Thies haben und auch Klein. Aber ansonsten sind die Positionen von Sessa halt einfach sehr gut, und er könnte der Nachfolger von Fabian Schnellhardt eines Tages werden. Heidenheim würde akzeptieren bei einer Transfersumme von 600.000 und einer Weiterverkaufsgebühr von 1%. Und ich muss sagen, das ist gerade eben so in Ordnung für mich. Cesar ist ebenfalls damit zufrieden, weniger Geld bei uns zu verdienen als in Heidenheim, und das, muss ich gestehen, ist vollkommen in Ordnung für mich. Und damit willkommen beim MSV Duisburg, Kevin Cesar. Im Übrigen sieht die Folge heute folgendermaßen aus. Wir beenden die Wintertransferphase, denn wir haben ehrlich gesagt eh kein Geld mehr, und spielen gegen den VfL Bochum, und wir spielen gegen den VfL Wolfsburg, und das wird auch eine mega geile Partie. Im Übrigen haben wir einen Scout-Abschlussbericht zu Jeremy Duziak bekommen, ein Spieler, den wir ja verpflichten werden. Und zwar hat er eine Gesamtstärke von 71, und das ist ehrlich gesagt vollkommen in Ordnung für mich. Wechselt ja demnächst zu uns, und ich muss sagen, er wird auch direkt einer der Besten bei uns sein, beziehungsweise derzeit zumindest einer der Stärksten, aber eventuell verbessert er sich ja noch weiterhin bei St. Pauli. Ja, Markus Schubert, unsere neue Nummer 1, verbessert sich auf eine 73, und Yannick Lang, wie ich gerade mitbekommen habe, verbessert sich auf die 68, trotz einer 6 in seinem Wandertorduell. Ich sollte ihm im Übrigen eine neue Übung geben. Und das wird jetzt auch sofort gemacht. Yannick Lang kriegt eine neue Goldübung natürlich. Smits verbessert sich jetzt auch auf die 59, und damit kommt er der 60 immer näher. Jugendscout-Bericht verfügbar. Ab jetzt gehört auch Christopher Schneider zu unserer Jugendakademie. Ansonsten war hier ehrlich gesagt kein Spieler so richtig interessant. Yannick Vogel würde ich nur gerne weiterhin beobachten lassen. Falls ihr im Übrigen möchtet, dass einer der vier Spieler aus der Jugendmannschaft noch in die Profimannschaft übernommen wird, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Fabian Vogel muss sich jetzt im Übrigen damit abfinden, erstmal keine weiteren Spieler zu scouten, denn wir haben derzeit nur ca. 48.000 Euro, und damit kann ich den nirgendwo hinschicken. Das heißt, wir müssen am besten ein wenig Geld machen, denn sonst stockt unsere Jugendarbeit wieder so ein bisschen. Allerdings sollte jetzt erstmal ein Sieg gegen Bochum her. Und wisst ihr, was auch her sollte? Ein Daumen nach oben, das würde mich extrem freuen. Ist ganz kleine Arbeit für euch und zeigt mir einfach, dass euch die Folge gefällt, und hilft mir natürlich auch mega weiter. Und natürlich auch nicht die Kommentare vergessen, würde mich einfach extrem freuen. Und damit sind wir auch am 19. Spieltag angekommen, und zwar gegen den VfL Bochum. Ein kleines Derby, aber wir werden natürlich alles geben. Und hier sehen wir die aktuelle Tabelle. Köln auf Platz 1, und die werden jetzt hier nicht unbedingt Markus Anfang feuern. Ansonsten keiner der beiden Vereine, die heute spielen, in der oberen Tabellenhälfte, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Und hier sehen wir einmal die komplette Aufstellung vom VfL Bochum. Und da würde ich einfach mal sagen, dass Nukan so die größte Überraschung ist. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob der da auch in echt spielt. Ich glaube aber nicht, aber vielleicht vertue ich mich auch. Und hier natürlich unsere Aufstellung. Vielleicht die größte Überraschung im Offensivbereich, denn wir spielen mit Sousa über rechts und mit Tyler heute direkt in der hängenden Spitzenposition und Tashi vorne im Sturm. Hier dann noch einmal unsere komplette Aufstellung oder auch nicht. Und damit geht das Spiel auch los, und es wird eine verdammt anstrengende Partie, glaube ich, denn Bochum hat keine schlechte Mannschaft, und die wollen sich natürlich weiter oben orientieren. Jetzt muss hier Schnellhardt mitgenommen werden, und jetzt muss hier unten eigentlich der Ball ganz zu Ahmed Eng gehen, und das sieht gerade nach einem richtig, richtig guten Konter aus. Jetzt die Flanke und dann Tashi. Oh mein Gott, Alter. Also die kann man mal machen, muss man aber nicht. Obwohl, muss man doch. André Hoffmann. Ah, das war vielleicht dumm. Kann sich Wolzer da irgendwie durchsetzen? Nein, das war nicht gut spielerisch gelöst von mir.
Und damit der erste Versuch von Bochum an den Pfosten. Schön. Und jetzt vielleicht Boris Tashi mit der Möglichkeit. Gut gemacht von Fröder auf jeden Fall. Boris Tashi macht er das 1:0. Ah, sehr geil. Es ist auch, glaube ich, irgendwie verdient. Zwar spielt Bochum nicht schlecht, aber irgendwie sind wir ein bisschen zwingender bis jetzt. Du darfst natürlich im Aufbauspiel nicht den Ball so verlieren, wie es hier die Nummer 8 getan hat. Denn Fröde passt dann einmal kurz zu Boris Tashi und der läuft komplett alleine aufs Tor zu und macht hier das 1:0. Und dann geiler Pass von Schnellhardt. Und jetzt Ahmet Engin. Ahmet Engin haut den Ball hier einfach mal so locker zum 2:0 ins Netz. Kurz vor der Halbzeit. Richtig, richtig gut. Also in echt muss ich leider sagen, wird Engin das vermutlich nicht so schaffen. Denn wie gesagt, er hat sehr oft sehr geile Laufwege. Aber vorm Tor ist er hat teilweise irgendwie nicht stark genug. Aber was ein Pass von Fabian Schnellhardt. Und hier ist Engin auf jeden Fall gut genug. Und das macht er richtig, richtig stark, wie er den da in den Winkel haut. Ja, was soll ich groß sagen? Wir führen 2:0 zur Halbzeit. Wir machen ein verdammt gutes Spiel. Vor allem unsere Konter sind mega gefährlich. Und von Bochum kommt seit unserem 1:0 nicht mehr wirklich viel. So, Kevin Wolz will hier mitmachen. Da fehlt vielleicht ein bisschen Tempo. Jetzt sind wir hier Tyler mit. Stark gespielt. Jetzt die Flanke. Und dann Sousa mit dem 3:0. Richtig schöne Flanke von Tyler. Und Sousa kann es auch übers rechte Mittelfeld hier in FIFA. Richtig gut. Wurde er jetzt nach rechts geschoben, weil Tyler einfach diese hängende Spitzeposition innehaben sollte. Weil er das halt auch gegen Leverkusen einfach so stark gemacht hat. Und Sousa hat mich ja letztens eher so ein bisschen enttäuscht über die Zehner. Von daher alles richtig gemacht. Tyler mit der Vorlage für Sousa. Damit 3:0. Und damit ist gefühlt auch schon so gut wie alles klar. Schöner Pass wieder von Fabian Schnellhardt. Mein Gott, leiten wir heute das Spiel gut. Dann dieser Pass auf Tyler. Komm, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Tyler will, aber er kann einfach nicht. Trotzdem guter Versuch. Wir wechseln übrigens dreimal aus. Natürlich kommt Yannick Lange rein für Ahmet Engin. Nielsen kommt rein für Tyler. Und dann wechseln wir noch Cesar zum allerersten Mal ein für Fabian Schnellhardt. Fabian Schnellhardt hat im Übrigen richtig, richtig geiles Spiel gemacht. Und jetzt einfach mal hoffen, dass es weiterhin so gut läuft. Jetzt erstmal die Ecke von Kevin Wolz. Und jetzt direkt der Kopfball. Ja, war doch nicht so schlecht. Jetzt der Pass zu... Oh, meine Fresse. Junge, Junge, Junge. Jetzt bringen wir den Ball auf Yannick Lang und der kann das, aber anscheinend doch nicht. Soll hier unten Yannick Lang mitnehmen, macht er auch. Yannick Lang kann mit dem Ball umgehen, schießt hier einfach mal. Schön von Cesar, schöner Pass auf Fröde. Fröde wird hier noch zum Torjäger, vielleicht auch nicht. Ja, und das war's auch mit dem Spiel. Was soll ich großartig sagen? Die Bochumer enttäuschen auf ganzer Linie und wir waren richtig, richtig gut. Wir wurden auch immer stärker mit der Zeit. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wir hätten auch um einiges höher gewinnen können. Das sieht man auch hier in der Spielinfo. Wir haben alleine 8 Schüsse aufs Tor. Das war schon eine richtig gute Partie von uns. Und das gibt mir auch Hoffnung für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt allerdings sind wir bei den letzten 10 Stunden der Transferphase. Mal gucken, ob überhaupt irgendwas passiert. Und bei Boomheuer werden wir einfach mal reinhören. Boomheuer könnte uns tatsächlich verlassen für seinen Marktwert von 1 Million Euro. Und Boomheuer wird uns aller Voraussicht nach auch nicht verlassen, denn damit sind die letzten 10 Stunden um. Ich wollte jetzt eigentlich noch gucken, was die Top-Transfers waren in der Wintertransferphase. Ich kann mich jetzt nur an Son zu Bayern erinnern. Und ja, das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Joseph Bafoué möchte uns in der nächsten Transferphase verlassen. Ja, Bafoué, das weiß ich mittlerweile. Monatsbericht in der Jugendmannschaft. Torben Winters Potenzial ging ein wenig runter, ebenfalls das von Paul Ludwig. Alexander Wolf ging massiv runter, nur noch eine 85. Nur Christopher Schneider hält sich aktuell noch bei der über 90. Ja, und leider fehlen uns immer noch die finanziellen Mittel, um den Scout nach Deutschland zu schicken. Das war auch einer der Gründe, warum ich Boomheuer jetzt doch verkaufen wollte. Ich wollte unbedingt vielleicht sogar noch einen neuen Scout anheuern, aber vor allem Fabian Vogel wieder losschicken können. Und damit sind wir gefühlt wieder genau da, wo wir angefangen haben. Und zwar, ich habe quasi kein Geld, um Scouts loszuschicken. Yay! Und mit dieser doch leicht veränderten Mannschaft gehen wir jetzt in die Simulation gegen SV Darmstadt. Und ich musste einfach extrem viel durchwechseln, weil wir in 3 Tagen auf dem VfL Wolfsburg treffen. Alter, was ein Akzent gerade. Und da möchte ich natürlich unsere Stammspieler vor allem spielen lassen und deswegen viel gewechselt. Und deswegen geht jetzt wahrscheinlich auch hier Darmstadt in Führung, obwohl wir heim sind. Obwohl Verhoek macht ja tatsächlich ein Elfmeter-Tor. Verhoek trifft für den MSV Duisburg. Das, ja, ist, passiert jetzt nicht so häufig in echt, muss man mal gestehen. Ansonsten könnte ich mit dem Ergebnis von einem 1:1 gerade durchaus leben. Tashi wird jetzt noch eingewechselt für Nielsen, was in Ordnung ist. Auf jeden Fall werde ich einen der beiden Spieler brauchen. Smits kommt zu seinem ersten Einsatz beim MSV. Und damit trifft Wurz am Ende tatsächlich noch für 2:1 und den Sieg für Darmstadt. Und in der Tabelle stehen wir aktuell auf dem 10. Tabellenplatz mit 20 Spielen und daraus nur 27 Punkte. Ist für mich erstmal in Ordnung. Wie gesagt, in der Saison habe ich eh nicht den Aufstieg geplant. Jetzt gerade möchte ich einfach nur gesichert in der 2. Bundesliga sein. Schubert verliert jetzt erstmal im Übrigen seine Trainingseinheit, damit wir Cesar trainieren können. Und damit verbessert sich Robert Klein auf die 63 und Thies schon auf die 69. Richtig, richtig gut. Jetzt kriegen wir noch ein Angebot für das Boomheuer. Dankeschön, Spiel. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt kann ich auch noch bis zur nächsten Transferphase warten.
auch nicht schlecht. Pedro spielt einfach mal beim VfL Wolfsburg. Warum auch nicht? Und damit sind wir in Wolfsburg angekommen und das bedeutet DFB-Pokal. Das wird eine richtig schwere Partie. Und zu den Klängen des DFB-Pokals schauen wir uns natürlich mal die Kader an, beziehungsweise die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Der VfL Wolfsburg hat natürlich individuell gesehen auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Vor allem mit James Milner und Pedro. What the fuck, Alter? Einfach mal zwei Spieler aus der Premier League geholt. Warum auch nicht? Ansonsten mit Brooks und Udokai auf jeden Fall zwei talentierte Innenverteidiger. Milner und Pedro haben mich einfach voll aus dem Konzept gebracht. Und die Mannschaft von Wolfsburg zeigt, wie schwer dieses Spiel werden kann. Und hier die Mannschaft vom MSV Duisburg. Wir spielen heute mit Wiedwald von Anfang an. Wie gesagt, ist jetzt unser DFB-Pokal-Torhüter und Guillot von Anfang an über rechts, weil er halt einfach einigermaßen fit ist. Ansonsten haben wir nicht viel geändert. Tyler wieder über die 10 und natürlich Sousa auf der Bank genauso wie Lang. Und ich hoffe einfach, dass wir hier wieder einigermaßen gut kontern können. Auch wenn es natürlich um einiges schwerer wird als gegen den VfL Wolfsburg, was einfach an der Mannschaft liegt, denn Wolfsburg ist schon stärker als Bochum und ich glaube, ich habe gerade versprochen. Egal, jeder weiß, was ich meine. Jetzt geht's los und jetzt heißt es einfach alles geben und irgendwie versuchen, im DFB-Pokal weiterzukommen. Fröde kann den Ball hier nicht behalten und damit die erste Möglichkeit für Wolfsburg, aber Wiedwald passt auf. Da kommt zur Out direkt und da ist Weghorst. Wie kann man denn Weghorst so freilassen? Der Typ ist eine absolute Maschine. Und vor allem bei Ecken sollte man den nicht so unbewacht lassen, denn der Typ ist gefühlt 2,50 Meter groß. Das sollte nicht passieren, beziehungsweise darf nicht passieren. Denn wenn der so an den Ball kommt nach einer Ecke, dann ist der Ball halt drin. Und damit rennen wir in 1-0 hinterher, was vielleicht nicht ganz optimal ist. Und das war extrem wichtig, das hat Tyler gut gemacht. Warum läuft denn Tashi einfach die ganze Zeit durchgehend geradeaus, anstatt sich anzubieten? Alter, du Vollidiot. Boris Tashi schießt und der geht drüber. Boah. Kriegt den Ball nicht weg. Weghorst, schöner Pass. Und dann haut Pedro den einfach rein. Und damit führt Wolfsburg 2-0 in einer Phase, wo wir eigentlich immer besser ins Spielen kamen. Ja, das war natürlich fatal, dass ich damit Teile den Ball verloren habe. Das darf nicht passieren. Und ja, Pedro kann sowas. Ja, was soll ich großartig sagen? Wir sind in der Halbzeit und Wolfsburg spielt einfach extrem stark. Ich habe da echt Probleme gegen anzustinken, das sieht man auch. Ich habe gerade mal einen Schuss und der ging nicht mal aufs Tor. Ja, entweder da kommt eine extreme Leistungssteigerung und ein extremer Leistungsabfall von Wolfsburg, sonst wird das hier nichts mehr. Schön auf Engin. Engin, komm schon! Und damit macht Engin tatsächlich das 2-1 für den MSV. Das ist richtig wichtig. Kurz nach der Halbzeit den Anschlusstreffer. Richtig gut. James Milner, der kann flanken und der kann Kopfbälle. Das kann doch nicht sein. Wie kann das passieren, dass unsere Abwehr so beschissen steht, dass Weghorst einfach mal zwei Kopfballtore machen können? Der Typ ist jetzt nicht gerade unbekannt für seine Kopfballtore. Ja, wir wechseln im Übrigen aus. Nielsen kommt rein für Tashi und Yannick Lang für den guten alten Ahmed Engin. Und damit ist die Partie vorbei und wir verlieren am Ende 3-1 und sind somit aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und Wolfsburg ist eine Runde weiter. Ich denke mal, das ist in Ordnung, als Underdog hier auszuscheiden. Wir haben es schon in Leverkusen bewiesen, dass wir einiges drauf haben und da haben wir es ja tatsächlich dann auch geschafft, weiterzukommen. Hier und heute leider nicht, denn Wolfsburg war einfach zu abgezockt dafür, haben alleine 5 Schüsse, davon 5 aufs Tor und davon auch 3 drinne. Also die waren schon extrem konsequent und ich war einfach in der Offensive sehr schlecht, das muss man zugestehen. Wolfsburg hat es einfach offensiv sowie defensiv einfach extrem stark gemacht. Allerdings gibt es trotzdem eventuell eine kleine Überraschung, ich bin mir da irgendwie unsicher. Köln gewinnt 2-1 gegen Hannover 96, bedeutet Zweitligist gewinnt gegen Erstligist. Und zum Abschluss in diesem Part gehen wir jetzt nochmal in die Simulation gegen Greuther Fürth rein und ich hoffe, dass wir am Ende hier es wenigstens schaffen, noch einen Sieg rauszuholen. Ich habe in unserer Simulationsaufstellung übrigens vergessen, Thies einzuwechseln und Wittek, ja, bestraft das und trifft hier zum 1-0. Das ist natürlich jetzt nicht so gut für uns, denn ich habe schon irgendwie gehofft, dass wir jetzt wenigstens noch schaffen, hier gegen Greuther Fürth 3 Punkte zu holen, denn wir haben alle für sich keine schlechte Mannschaft. Aber wir scheinen es hier einfach nicht gebacken zu bekommen und verlieren tatsächlich am Ende 1-0 gegen Greuther Fürth. Und damit kann man gefühlt auch die Saison schon fast ein bisschen abhaken. Wir sind im DFB-Pokal raus, nach oben geht für uns in der Tabelle nicht mehr viel, genauso wenig wie nach unten. Wir haben uns so im Mittelfeld ein bisschen festgesetzt und damit bin ich auch einigermaßen zufrieden. Natürlich erhofft man sich selber immer so ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weiter oben mitzuspielen und ein bisschen mehr Geld zu erhaschen. Allerdings wird das doch alles schon extrem schwierig für uns. Yannick Lang legt richtig los und verbessert sich jetzt schon wieder auf die 69 und ist kurz davor, sich auf die 70 zu verbessern.
Eine Trainingseinheit geht noch und wir sehen, dass Cesar sich auf die 63 verbessert, was auch schon mal richtig gut ist für uns. Aufgrund dessen, dass die Saison schon einigermaßen gelaufen ist, würde ich jetzt mal behaupten, werden wir jetzt auch von dieser Monatssimulation ein wenig absehen und die Monate ein bisschen mehr miteinander verwursteln. Ihr könnt also jetzt oben in der Abstimmung sehen, welche Spiele ihr bzw. für welche Spiele ihr abstimmen könnt, welche wir spielen werden. Ich werde mir jetzt mal ein paar raussuchen. Wahrscheinlich wird es auf Union Berlin, Köln und St. Pauli oder so hinauslaufen. Mal schauen, wie das genau ablaufen wird. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich extrem über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Part von der Neuverpflichtung Cesar und so haltet. Ihr kennt das ja, ich versuche auch wie immer zu antworten. Und ansonsten, wie gesagt, einfach mal generell eure Meinung da lassen. Auch, dass ich jetzt die Simulation bzw. die Monate ein bisschen mehr ineinander wirken lasse. Und dann würde ich mich sehr freuen, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und natürlich, um keine weitere Folge zu verpassen, auch sehr gerne die Glocke dalassen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Ciao.